Vordermann heißt der Mann, der vor dir, Hintermann der, der hinter dir ist. Nebenmann, der ist links und rechts, und Obermann, Untermann gibt es nicht. Vordermann heißt der Mann, der vor dir, Hintermann der, der hinter dir ist. Nebenmann, der ist links und rechts, und Obermann, Untermann gibt es nicht. Ich zeige euch, welches Tier ich meine, und ihr sollt es erraten, okay? Ich hab mich nur warm gemacht. Ja, sehr turbulent. Und ich finde die Ehrlichkeit und die Spontanität so toll und liebt es, vor Kindern zu spielen. Wir sind über den Wald geflogen mit dem Kuckuck und kommen an einem Sumpf an. Wer sitzt denn da? Ja, sag mal. Der Frosch. Und er wartet drauf, dass so eine kleine Mücke kommt, hoffentlich so als Abendbrot. Mal gucken. Saul hat keine Saiten, die Klarinette nicht, die Flöte nicht, die Trommel nicht, die Orgel nicht. Aber hier sind dafür umso mehr drauf. Und die ganzen Saiten, die sind aufgezogen, hier, die werden hier festgeknotet. Und die haben ganz furchtbar viel Spannung. Also ihr könnt mal fühlen, wie gespannt diese Saiten sind. Wie gespannt. Ja, ne? Melodien spielen. Und er darf dann nicht begleiten. Aber manchmal machen wir es auch umgekehrt. Stimmt. Was ich gemerkt habe, ist eigentlich im Grunde genommen, ich kann durch Musik ganz unmittelbar berühren. Ich muss eigentlich gar nicht viel drumherum machen. Es geht, Musik ist eine Sprache für sich und das funktioniert. Das habe ich eindeutig gespürt. Also es entspannt mich natürlich, wenn ich die Kinder sehe und ich weiß genau, die haben nicht die Kategorie, in der sie mich jetzt gleich einordnen werden. Aber gleichzeitig weiß ich, ich muss auf jeden Fall alles geben, weil ich kann die auf gar keinen Fall irgendwie enttäuschen mit irgendwas, was nicht 100% ist. In der Grube saß und schlief, saß und schlief. Armes Häschen, bist du krank, dass du nicht mehr hüpfen kannst? Häschen, hüpf! Häschen, hüpf! Häschen, hüpf! Häschen in der Grube war ein ausgewachsener Hase mit zwei großen Löffeln und einer zitternden Nase. Kam er von der Hühnerfarm, Eier im Gepäck, war natürlich auf Weg zum Osterversteck. Als der Jäger unerwartet aus dem Wald in seine Richtung blickte, wurde ihm eiskalt. Er warf sich auf den Boden, denn ihm wurde sofort klar, Ostern fällt aus, wenn der Jäger ihn hier sah. Also stellte er sich tot, machte keinen Mucks, da entdeckte der Jäger den dummen Fuchs. Denn der hatte im Gegensatz zum Hasen nicht geschnallt, dass die Gefahr bereits lauerte, und zwar am Rand vom Wald. Und was war nach dem Drama? Unterm Strich als Dumme, manchmal ist der Schlaue der Dumme. Hinten in der Grube, da so tief, da so tief. Aber siehst du, bist du krank, dass du nicht mehr helfen kannst. Hinten, hinten.
den Ästhetischen Säge in der Hand. Oben auch. In der anderen Hand haltet ihr bitte den Balken fest. Jetzt ist es ganz wichtig, bitte nur an den braunen Sägen, das rosa, das sind eure Finger, ja? Da müsst ihr so, und alle schön laut mitmachen. Und ritsch, ratsch, ritsch, ratsch, ritsch, ratsch, ritsch, ratsch. Macht ihr schon mit? Ratsch, ritsch, ratsch. Ah, gut. Ratsch, ritsch, ratsch. Ja, damit bin ich einverstanden. Das ist schön. Ratsch, ritsch, ratsch, ritsch, ratsch, ratsch. Jawohl! Bang! Bisschen lauter hämmern! Bang! Und ihr müsst das jetzt durchhalten! Bang! Schön weg! Bang! Schön weg! Puh! Bang! Schön weg! Puh! Bang! Schön weg! Puh! Bang! Schön weg! Puh! Bang! Schön weg! Ich bin der Bauarbeiter und ich baue immer weiter mit der Kelle auf die Schnelle hier auf meiner Baustelle. Ich baue hoch, ich baue tief. Immer gerade, niemals schief, denn ich hab ne Wasserwaage und einen Meisterbrief. Leute, das ist ja große Klasse, oder? Was haltet ihr davon? Wir singen sie alle gemeinsam! Ich bin der Bauarbeiter und wir bauen immer weiter mit der. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das so aufgeht mit diesem musikalischen Bogen von Barock bis hin zur Rockmusik. Sie waren total dabei. Ja, es ist einfach, dass das die ganze Veranstaltung so breit macht, so vielseitig und dass dann für alle was dabei ist. Und ich persönlich auch, weil ich auch als Musiklehrer arbeite, es einfach ganz toll finde, ja, wenn die Kinder so eine große Bandbreite eigentlich geboten kriegen. Das ist für mich wichtig und schön. Wenn man einen schönen Weg findet, die Musik den Kindern nahe zu bringen, dann ist es von Seiten der Kinder überhaupt gar kein Problem, weil das Interesse von Seiten der Kinder ist eigentlich immer da. Eigentlich zu 100% kann man sagen. Verstill mein Kind, du siehst doch, ich telefoniere. Der Opa kann nicht mehr, in der Küche kämpft er mit einer riesengroßen Maus. Es geht her und hin, ich fahre jetzt nach Wien, denn ich halte Mamas Telefoniererei nicht aus. Denn ich halte Mamas Telefoniererei nicht aus. Ciao Mama, ciao Mama, ciao Mama. Ich zieh jetzt wirklich. Ciao Mama, ciao Mama, ciao Mama. Ich bin jetzt 47 Jahre alt. Ich zieh jetzt aus diesem Leben.
Vordermann heißt der Mann, der vor dir, Hintermann der, der hinter dir ist, Nebenmann der ist links und rechts und Obermann, Untermann gibt es nicht. Vordermann heißt der Mann, der vor dir, Hintermann der, der hinter dir ist, Nebenmann der ist links und rechts und Obermann, Untermann gibt es nicht. Das ist doch an Dynamik kaum zu toppen, oder? Ja, immerhin hast du den Ton getroffen. Und du die Bewegung richtig gemacht. Ja. So, Roland, weder das eine noch das andere. Ich wieder noch. Dafür sind wir ja schließlich Billenfische. Wir dürfen das.